Am kommenden 1. März-Wochenende werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Ich ging auf die Straße und habe behauptet, es sei schon letzte Woche gewesen. Doch irgendwie kannten die Leute schon die Gewinner. Am Wochenende wurden in Los Angeles die Oscars verliehen. Welcher Film hat gewonnen? Hast du das mitgekriegt? Alles steht Kopf zum Beispiel. Fast and Furious. Fast and Furious hat den Oscar gewonnen, richtig? Nein, Star Wars Film. Wisst ihr zufällig, welcher Film gewonnen hat? Maze Runner. Am Wochenende wurden in Los Angeles die Oscars verliehen. Haben Sie geguckt? Nee, aber ich glaube, das war auch dieses Wochenende nicht, oder? Doch, war letztes Wochenende. Warte, echt? Nee. Wer hat denn gewonnen? Da ich weiterhin nicht glaube, dass es letztes Wochenende war, weiß ich das natürlich nicht. Wer war bester Schauspieler? Till Schweiger. Ja. Ich hab's gesehen, das war so, keine Ahnung, aber war auf jeden Fall, glaube ich, ein Mann. David Hasselhoff. Brad Pitt, ja. Bruce Willis oder so. Johnny Depp. Wer hat denn die Veranstaltung moderiert? Daniel Aminati. Daniel Hartwig. Oder Kai Flaume. Genau. Kai Flaume moderiert die Oscars, cool. Wer war denn sonst außer halt Star Wars noch so nominiert? Ich schätze mal Fluch der Karibik, da kam ja auch der neue raus, Spielfilme. Ich schätze mal auch bestimmt die 50 Shades of Grey Filme. Die wievielte Verleihung war es denn? Fünfte Oscar-Verleihung, genau. Okay, welcher Film oder welcher Schauspieler sollte eurer Meinung nach mal einen Oscar gewinnen? Elias Mbarek. Jackass. Jackass, ja. Genau. Cool. Und für was ist das jetzt? Wir sind von TVNet. Okay. Ja.